Servus und herzlich willkommen bei Playful Dodo. Schön, dass du zu diesem neuen Let's Play hier einschaltest. Und zwar Let's Playen wir ab heute Minecos Night Market. Das Game ist ja gestern rausgekommen, gestern Abend. Also ganz frisch am Markt sozusagen. Und ja, wir beginnen jetzt das Spiel zu spielen. Ich freue mich so. Ich bin wirklich seit Monaten gehypt auf dieses Game. Falls du neu auf diesem Kanal bist, Hallöchen, ich bin Cersei, aka Playful Dodo. Und bei mir gibt es auf dem Kanal ganz viele Cozy Let's Plays und auch Cozy Game News immer am Anfang vom Monat. Ich bin auch immer live auf Twitch, dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag und Sonntags. Und auf Instagram und TikTok bin ich auch vertreten. Ich heiße überall Playful Dodo, also genau wie hier. Und ja, ich freue mich, wenn ihr ein Abo da lässt auf diesem Kanal. Das wird mich wirklich sehr unterstützen und freuen. Als kleine Information an euch, die Parts werden immer so circa eine Stunde dauern, kann mal ein bisschen länger, kann mal ein bisschen kürzer sein und sie kommen jeden zweiten Tag. Das bedeutet, mein Fae-Farm Let's Play, das parallel auch läuft gerade, kommt auch immer um 18 Uhr jeden zweiten Tag und das Minecos Night Market auch dann abwechselnd jeden zweiten Tag. Immer um 18 Uhr, das ist auch noch wichtig dazu zu sagen. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem ersten Part von diesem Let's Play. Ich freue mich so, so sehr jetzt auf diese Aufnahme. Viel Spaß, wir legen los, let's go! Ich setze mich jetzt erstmal in diese Ecke und wir gucken mal, ob das auch passt. Vielleicht muss ich mich ja noch umsetzen, wenn ich irgendwas Wichtiges verdecken würde. Wir gehen rein. Neues Spiel, Minecos Night Market. Ich bin so gespannt auf dieses Game. Es sieht ja ultra süß aus. Und ich liebe Katzen. Ich bin so ein riesen Katzenfreund. Ich bin aber auch ein Hundefreund. Also ich kann wirklich mit beiden. Und ich habe gehört, dass sehr viele Katzen in dem Game vorkommen. Deswegen freue ich mich umso mehr. Ei. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Game auch spielt, ob ihr schon losgelegt habt oder ob ihr euch erstmal ja so ein Let's Play angucken wollt, um zu entscheiden, ob ihr euch das holt. Könnt ihr mir gerne schreiben. Das Game hat ein bisschen Soundprobleme, höre ich gerade. So Ladeprobleme. Aber es ist ja noch der Ladescreen. Wir gucken. Vor langer, langer Zeit lebten ein Farmer und seine Tochter in einer kleinen ländlichen Farmgemeinschaft. Jeden Morgen gingen die beiden zum Fluss hinunter, um Kleidung zu waschen. Süß, die Illustrationen. Eines Tages wurden sie von einer riesigen Kirschblüte begrüßt, die den Bach hinabfloss. Oh, die ist wirklich riesig. Zu ihrer Überraschung entsprang eine Riesenkatze aus der Kirschblüte. Da haben wir ja schon unsere Katzen. Süß. Mit dem Auftauchen der Katze begann die Farm zu blühen. Oh, eine Glückskatze. Doch rivalisierende Farmer, die nicht das gleiche Glück hatten, hielten die Katze für einen Fluch. Ui. So wurde die Riesenkatze vom missgünstigen Rivalen aus dem Dorf vertrieben. Boah, gemein. Und die arme Katze. Sie ist einfach weggeschwemmt worden. Und für immer verbannt. Voll gemein. Papa gähnt. Ja. Du solltest die Geschichte später beenden, Kleine. Wir sind fast da. Es sollte einfach die Straße hinunter sein. So, ich rutsche ein bisschen rüber wegen dem Text, aber ich lese euch hier alles vor, also sowieso. Oh, wir haben Fische mit. Hier ist es. Sieht wie das Haus aus der Werbung aus. Ich wette, es sah mal wie das Haus aus der Werbung aus. Oh nein, oh, es sieht voll runtergekommen aus. Ich räume alles auf und richte uns ein. Warum schaust du nicht etwas um? Schaust du dich nicht etwas um? Ich sag Bescheid, wenn ich fertig bin. Okay, wir können schon rumlaufen. Süß. Oh, da ist ja jemand. Hey, neues Kind hier drüben. Bobo. Okay, wir sollen zu ihm gehen, oder was? Nee, Tagebuch öffnen. So, hier. Okay, da haben wir schon die Map. Folge Bobo. Das ist jetzt direkt meine Aufgabe. Einfach mal einen Fremden folgen. Okay.
Ja, gut. Dann folgen wir mal Bobo. Drücke A, um mit Objekten zu interagieren. Oh, ich hab die Kirschblüte! Oh, cool! Oh, ist das süß! Nachtmarkt! Diese Woche verdientes Geld 0. Bester Nachtmarkt 0. Gesamtverkäufe auf dem Nachtmarkt. Okay, da können wir dann Sachen verkaufen. Hallo! Wir sehen uns auf dem Nachtmarkt, linke Katze und die rechte Katze. Am Samstagabend! Ja! Ich freue mich drauf. Hier lang, hier lang. Oh, ich komme. Kann ich irgendwie laufen? Kann ich sprinten? Ja, ich kann sprinten. Oha, das sind Läden. Oh, oh, verdammt. Einer dieser Agenten versperrt jetzt den Weg. Agenten? Wir haben keine Zeit zum Erklären. Komm schon, rennen wir einfach durch. Er kann uns nicht beide schnappen. Was? Hey, was macht ihr Kinder alle hier? Das ist auch unsere Stadt. Wir untersuchen hier nur etwas. Dann kommt doch, Zitronenköpfe. Oh oh. Was für ein Bündel. Mann, ich habe eine super schlechte Idee. Super. Mach dich bereit. Ich lenke ihn ab. Hey, was machst du da? Hallo Sir, mein Name ist Bobo. Mr. Nicht-Bobo. Und ich bin hier, um das Wort von Rahmen zu verbreiten. Ja, Rahmen. Erzählen Sie weiter, Mr. Nicht-Bobo. Jetzt neues Kind, los. Okay, ich laufe jetzt hier vorbei. Sie können an einem kalten oder warmen Tag gegessen werden. Rahmen für jeden Tag, egal ob kalt oder warm. Du hast es geschafft. Hab ich, aber wie bist du dem Agenten vorbeigekommen? Okay, ich verdecke Mineko. Aber ich finde das okay, weil ich ja Mineko spiele. Ist das für euch auch okay? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ich mich eher nach oben setzen soll oder ob ich hier bleiben soll. Ich entscheide das dann nach euch, wie ihr das lieber habt. Es spricht immer noch mit sich selbst über Ramen. Okay, er ist begeistert von Ramen. Oh ja, die Nudeln. Ein weiteres exzellentes Teil von Ramen. Wie auch immer, er muss hier irgendwelche Beweise geben. Hilf mir beim Suchen. Warte, wonach suchen wir? Ihn! Er war hier, ich schwöre es. Wer ist ihn? Ihn! Wir haben keine Zeit. Ich helfe beim Suchen. Kannst du mir mal erklären, was wir tun? Also die Welt ist super süß. Gefällt mir sehr vom Stil her. Okay, hier sind Spuren. Was ist das? Das sieht irgendwie nach einem Dino aus. Oder nach der Riesenkatze. Oh, ich habe 100 Dollar? Boah, reiches Kind. Okay, Donnerstag, Woche 1, Jahr 1. Ich bin so gespannt. Da ist die Map. Okay, wir sind da rüber gegangen und dann da hoch. Ich suche nach Hinweisen über ihn. Okay. Ja, da sind Spuren. Aber der Boy folgt mir ja auch nicht. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Oha. Ah, guck mal. Das sieht ganz danach aus. Das ist die Riesenkatze. Mit ganz vielen kleinen Katzen. Da ist ein Bild. Du hast ein seltsames Artefakt gefunden. Oh, ein Foto der Katze. Oh, oh. Hey! Oh Mist, weitere Anzüge. Du solltest hier nicht sein, du schnüffelndes Kind. Wie heißt du? Weißt du, was wir mit Schnüfflern wie dir machen? Sie, falls nötig, mit körperlicher Kraft rausjagen? Oh, oh, das gefällt mir. Ja, das machen wir. Schnappen wir sie uns. Mist. Diese Taste gedrückt halten, um zu laufen. Ja, ich laufe. Oh, die sind ja viel schneller als ich. Oh je, oh je. Schnell, Mineko, lauf. Nun, ein Problem weniger, um das wir uns sorgen müssen. Hey, danke für deine nicht existente Hilfe, sie zu fangen. Du bist ihnen sowas gut. Ich wollte nicht im Weg stehen. Oh Mann! Die haben mich einfach ins Wasser fallen lassen.
Das war die Katze, Leute. Sie hat mich gerettet. Oh, wie süß. Ich glaube, die Agenten haben Angst, dass die Katze zurückkommt. Sie hat mich nach Hause getragen. Oh nein, wie süß. Noch immer Donnerstag. Das Game hat ein bisschen Ladeprobleme noch. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Guten Morgen, Kleine, du lebst. Du warst völlig neben der Spur. Was ist gestern bitte passiert? Einige Leute in Anzüge verfolgen mich. Ich glaube, das war eine Riesengarde. Nee, ich glaube, ich sag das mit den Anzügen. Nun, ich bin mir sicher, dass du dich nicht an einem verbotenen Ort aufgehalten hast. Wie auch immer, du musst dir den Kopf hart gestoßen haben. Gut, dass du eine Riesenmelone als Kopf hast. Haha, danke, Papa. Wie dem auch sei, ich ruhe mich etwas aus. Ich bin schon die ganze Nacht am Einrichten, aber ich bin fast fertig. Sieht gut aus, nicht? Sieht toll aus, Papa. Es gibt noch einige Kisten aus. Brauchst du Hilfe? Das ist schön. Ich konnte meine eigene Tochter nicht um Hilfe bitten. Aber da du es schon anbietest, wäre es unhöflich, das abzulehnen. Klar kann mich mein Papa um Hilfe bitten, die Kartons auszupacken. Hä? Ja klar. Wenn du mir helfen möchtest, die restlichen Kartons auszupacken, wäre das toll. Oh, das habe ich fast vergessen. Dein neuer Freund Bobo hat sich Sorgen um dich gemacht. Du solltest ihm Bescheid sagen, dass du noch lebst. Okay, machen wir. Finde Bobo und kannst du die Kisten ausräumen. Gut, wir machen das schon. Oh, süß! Oh, ein Katzenschrank! Oh, und ein noch ein Katzenschrank. Also, das ist mein Zimmer. Och Gott, ich finde das sehr süß. Ich kann da... Oh, ich kann verschiedene Outfits haben. Oh, ich finde das sehr süß. Auch ihre Frisur und so. Ich finde es sehr, sehr cute. Oh, okay, das ist hier unser Essbereich. Das sollten alle gewesen sein. Ich lasse meinem Papa wissen, dass der Auftrag erledigt ist. Papa, ich habe Auftrag erledigt. Ein echter Auspackprofi, hol dir eine Belohnung von mir ab. Oh ja, eine Belohnung. Hey, Eierkopf, gute Arbeit mit den Kartons auspacken. Ey, ich bin kein Eierkopf und ich habe auch keine Melone als Kopf. Der Ort ist wohl echt nicht so übel. Du musst müde sein. Wenn ich nur daran denke, wie andere arbeiten, werde ich müde. Achte darauf, genug zu essen und zu trinken. Hier, nimm das für den Weg, Kleine. Ramun-Getränk. Oh, lecker. Auch so traditionelle Getränke und Essen. Oh, ich liebe es. Nichts geht über eine Limo für die wichtigen Nährstoffe. Okay, Y mit Inventar, ja. Du kannst bis zu 3-mal am Tag Essen trinken, um Energie wiederherzustellen. Ah, cool. Okay, da ist ein Fernseher, den kann ich anmachen. Cute. Aber wir brauchen heute keinen Fernseher. So. Hier ist der Reiskocher schon am Start. Und ein Tee von Papa. Süß einfach. Da ist es ja auch so üblich, dass man keine Stühle hat, also dass man am Boden sitzt beim Essen. Ich finde das sehr cool. Frühling. Und immer Samstag ist Nachtmarkt. Cool. Boah, ich freue mich schon, den zu erkunden. Dann gehen wir jetzt mal Bobo suchen. Neues Kind! Ich dachte, du wärst tot, neues Kind. Kannst du mich bitte nach meinem Namen fragen? Ich heiße Mineko, genau. Ich heiße Mineko. Oh, sorry, ich habe dich so genannt, weil das die einzigen Dinge sind, die ich über dich weiß. Natürlich, jeder hier weiß, wer ich bin. Ich bin Bobo, Geschäftsführer der Bobo Geheimnislöser GmbH. Die Firma klingt erfunden. Jede Firma ist eine erfundene Firma. True, stimmt wohl. Wie auch immer, schön, dass es dir gut geht. Es hätte für unser Dorf nicht gut ausgesehen, wenn das neue Kind auf dem Weg gestorben wäre. Und unser Dorf hat heutzutage genug Probleme. Ich meine, schön, dass es dir gut geht, weil das besser ist, als wenn es dir schlecht geht. Danke. Oh, neues Kind. Ich meine, Mineko, du solltest meine Mutter im Handwerksladen treffen. Sie hat sich gesorgt. Sie hielt dich für noch toter als ich. Schau bei Gelegenheit vorbei, um zu zeigen, dass du lebst. Auch Bobo ist irgendwie süß. Okay, wir sehen, wo er hingeht. Ja, das linke Haus ist seins. Okay. Handwerksladen. Dann gehen wir da mal hin. Ich kann auch voll rennen, aber ich denke mal, dass ich da Ausdauer verbrauche. Oh, ist es das? Das ist es. Eine neue Person. Schön, dich hier kennenzulernen, neue Person. Ich bin die linke Katze und ich die rechte Katze bin die rechte Katze. Und wir sind die Nachtmarktkatzen. Linke Katze und rechte Katze? Weil ich auf der linken Seite stehe und ich auf der rechten.
Was wäre dann mit euren Namen, wenn ihr die Seiten tauscht? So, der Nachtmarkt. Sie haben keine Antwort drauf. Können wir uns darauf verlassen, dass du diesen Samstag zum Nachtmarkt kommst? Nachtmarkt? Meine Güte, sie kennt den Nachtmarkt nicht. Alles gut, alles gut. Ja, der wöchentliche Nachtmarkt. Er findet jede Woche statt. Es gibt Einkaufsstände und Spiele. Und Leute, die man trifft. Oh nein, wenn sie auf den Nachtmarkt geht, wird sie merken, dass wir uns das ausgedacht haben. Still, wir müssen sie nur durch die Tore kriegen. Ich merke, dass ihr flüstert. Okay, wir übertreiben etwas für die Dramatik. Weißt du, dem Nachbar geht es wie so ziemlich jeden in der Stadt nicht so gut. Heutzutage reisen wenig Leute auf unsere Insel und da wären noch die Nachtmarkt-Events. Die halten wir gerade nicht ab. Angenommen, wir hätten einige Plätze frei, falls du deinen eigenen Stand auf dem Nachtmarkt eröffnen willst. Was der Fall ist, ich habe noch nie... Hey, Kleine! Entschuldige die Unterbrechung, mach weiter. Nun denn. Wir sagen nur, dass es eine Riesenmöglichkeit für ein so lebendiges neues Kind wäre, seinen eigenen Stand zu haben. Eine Möglichkeit, an die du dich bis zum Mittag erinnerst. Ich wüsste nicht einmal, was ich verkaufen sollte. Du sammelst und baust doch immer Zeug. Das Zeug kann man genauso gut verkaufen. Du kannst wirklich alles verkaufen. Wir sind ziemlich verzweifelt. Oh, voll arm einfach. Wir sind einladend, nicht verzweifelt. Ich denke, ich kann es ausprobieren. Das will ich hören, Wurmburger. Ey, was hat der für Spitznamen für mich? Exzellent, gehe einfach jeden Samstag durch dieses Tor zum Nachtmarkt, Wurmburger. Ich heiße dich... Der Name Wurmburger ist mir neu, muss wohl so ein Festlandding sein. Mach dir keine Sorgen um den Nachtmarkt. Der Bus wird dich überall abholen, wenn es soweit ist. Du kannst ihn nicht verpassen. Okay, wir sehen uns am Samstag. Okay, ich habe meinen eigenen Bus, der mich hinfährt. Das ist irgendwie cool. Das ist irgendwie sehr cool. Tja, ich sammle die Kirschblüten und die verkaufe ich dann. So, das heißt, ich kann auch craften. Da kann man auch rüber. Oh, wow. Das ist auch ein Haus. Ich muss looten. Ich bin so ein Loot-Freak, Leute. Ich muss immer alles einsammeln. Alles. Man kann nie genug einsammeln. Aber, guck mal, mein Herzchen da oben. Das wird schon, also ist schon die Hälfte rum. Also ich könnte ja auch essen. Trifft Bobos Mutter im Handwerksladen. Ja. Also ich könnte auch essen. Hier. Ansehen, trinken, wegwerfen. Ramun-Getränk. Ja. Abbrechen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu Bobos Mom. Hier rein. Willkommen in Handwerksschnapp, Bobos Mutter. Du bist es, die Neue in der Stadt, Miniko, oder? Ja, das bin ich. Yippie, an dich werde ich mich erinnern. Ich heiße Bobos Mutter. Ist das dein echter Name? Ist das? Glücklicherweise bekam ich dann auch ein Kind namens Bobo. Echt jetzt? Wo wir schon dabei sind, Bobo sagte, du wärst im Wald gestorben. Oh, nee, hallo. Aber wie ich sehe, bist du gar nicht tot. Was viel besser ist, wenn man darüber nachdenkt. Ich zeig dir etwas. Gerne. Also sie hat Essen, sie hat Nudeln für mich und auch dieses Getränk. Warum nimmst du dir nicht diese Blumenwerkbank? Ich habe momentan nicht so viel Geld. Oh, ich sagte doch nehmen, als Geschenk. Sie will dich beschäftigt halten, damit du nicht wieder fast stirbst. Bobo, niemand stirbt. Ich habe die Blumenwerkbank für meine Tochter Saki gekauft, aber sie hat andere Interessen entwickelt. Ja, sie interessiert sich jetzt dafür, spät mit ihren Freunden wegzugehen. Bobo... Wie auch immer, ich lasse die Blumenwerkbank sofort an dein Haus liefern. Ich habe gesehen, ihr seid in das alte Haus auf der Westseite gezogen. Ja, jetzt können wir alle aufhören, uns zu fragen, wie lange die komische Seite der Stadt noch leer steht. Bobo! An der Seite der Insel oder den Leuten, die dort wohnen, ist nichts komisch. Bevor ihr beide auf der Welt wart, haben dort eine Menge Familien gelebt. Ihr wisst schon, als es noch richtige Jobs gab und man sich auf dem Markt freute. Wo sind alle hin? Die meisten haben die Insel zum Arbeiten verlassen, aber eine Handvoll Bewohner sind geblieben, weil wir den Ort einfach nicht verlassen wollten. Wir nennen diese Leute Idioten.
Ich mag den Humor des Games. Bobo! Danke, Miniko. Wie dem auch sei, sieh dir deine neue Blumenwerkbank zu Hause an, wenn du Zeit hast. Ich bin sehr gespannt, was du mit ihr machen wirst. Oh ja, ich habe schon einige Blumen. Danke, Bobos Mutter. Ich habe schon einige Blumen, also ich kann tatsächlich... Oh, eine Katze! Oh, hallo! Oh, hallo! Egal, ich kann hier auch Sachen verkaufen. Trüffelrahmen. Boah, Trüffelrahmen. Yakisoba to go. Rauhgetränk und Popstar-Limo. Ich will nichts ausgeben, deswegen... Also, sie hat einen Gemischtwarenladen. Oder hier sind überall Katzen. Da ist eine, da oben. Die hat irgendwie das umgeworfen. So. Also, da sind sehr viele Katzen immer da. Jetzt gucken wir mal hier rein. Der Werkzeugladen ist wohl heute geschlossen. Aha, okay. Werkzeugladen. Da ist auch eine Katze. Hey Katze, geht es dir gut da drüben? Miau. Ja, in Katzensprache. Okay. Sie mag wohl das Boot. Okay, ich möchte wissen, was meine Blumenwerkbank kann. Die Blumen nehme ich gleich noch mit. Oh. Was hier alles noch ist? Sieht alles voll spannend aus. Da ist der Bus. Der Bus fährt heute Abend wohl nicht mehr. Oh. So, alles mitnehmen. Wo ist meine Werkbank? Muss ich gleich mal inspizieren hier. Hallo, Papa. Hey, Wurmburger. Das ist ein Paket für dich in deinem Zimmer. Danke. Wo hast eigentlich du dein Zimmer, Papa? Oha. Es passt perfekt. Raffiniert. Finde 4 Kirschblüten und 3 Pflaumenblüten, um einen Katzenstrauß herzustellen. Ich habe wohl genug Blumen, um einen Katzenstrauß an meiner Blumenwerkbank herzustellen. Oh ja, ach guck mal, voll süß, wie euch die Blumen und die Schere da liegen. Und ich habe doch gar nicht gesehen, dass mein Bett ja auch hier eine Katze hat. Hier geht es um so viele Katzen. Ich lieb's total. Okay, ich will eine herstellen. Ja. Warte, bis sich der Pfeil im grünen Bereich befindet. Ich muss das... Oh, das ist interaktiv? Juhu! Es war so halbwegs okay. Yippie, ich habe Folgendes hergestellt. Katzenstrauß. Ach cool, das ist interaktiv. Wie cool. Ich sollte dieser netten Dame Bobos Mutter im Handwerksladen diesen Gegenstand zeigen. Katzenstrauß. Ihr schenken. Schau gleich noch einen. Oh. Naja. Ich lerne noch. Okay, geht's hier raus? Nee. Und hier habe ich immer noch eins. Oh, ich finde das Game sehr süß. Redet er mit mir? Oh, oh, das ist er. Da ist Ärger im Anmarsch. Wieso? Wieso? Wieso ist Ärger im Anmarsch? Lest er die Zeitung und da steht irgendwas drin, was blöd ist? Wir sehen uns auf dem Nachtmarkt am Samstagabend. Okay, dann gehen wir wieder zu Bobos Mutter. Den Namen kann ich mir gut merken. Entschuldige, wir warten immer noch auf die nächste Lieferung. Miniko, du bist hier immer willkommen. Hast du herausgefunden, wie man die Blumenwerkbank benutzt? Wenn du je etwas damit bastest, würde ich sehr gerne sehen. Verschicke einen Blumenstrauß an Bobos Mutter. Ja, ich möchte dir einen schenken. Oh, hast du schon mal versucht, einen Katzenstrauß zu basteln? Ja, schenken. Oh, ich kann mit denen Freundschaft schließen. Hast du das gemacht? Wow, du bist so ein Naturtalent. Ich kann es kaum erwarten, was du noch herstellst. Weißt du was? Das solltest du wirklich jeden Samstagnacht auf dem Nachtmarkt verkaufen. Mann, ich würde absolut alles davon kaufen, wenn du es dort verkaufst. Besonders jetzt, wo wir Freundinnen sind. es ist bestimmt schwierig, so etwas herzustellen bei so wenigen Blumen im Dorf. Die Leute gingen eigentlich immer in die Gärten, um Blumen zu pflücken. Doch die Reise in viele Teile der Insel ist beschränkt, da die Agentur dort Untersuchungen anstellt. Agentur? Du hast bestimmt diese seltsamen Leute in Anzügen hier und da gesehen. Man erkennt sie leicht, weil hier niemand einen Anzug trägt. Gibt es einen anderen Weg zu den Gärten? Leider haben sie anscheinend den gesamten Bereich um die Gärten abgeriegelt. Welch Schande. Ich hoffe, dass sie bald wieder öffnen. Wir waren jeden Sommer dort. Okay, ich sollte dann mal los. Okay, ich bin Naturtalent. Rede weiter mit den Leuten und beschenke sie. Du weißt nie, was jemand dir beibringen kann. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Miniko. Finde deinen Weg in die Gärten. Ich werde meinen Weg finden, und zwar indem ich mich von diesen Agenten da vorbeischleichen werde, weil
Bobo hilft mir sicher dabei. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Yo! Guck, Bobo. Yo, Minix! Kann ich dich so nennen? Ist kürzer und cooler. Hat genauso viele Buchstaben wie Mineko. Aber das ist nicht so cool! Wie dem auch sei, wir müssen einen Weg in die Gärten finden. Ich wusste nicht, dass du so ein Blumenfan bist. Vergiss die Blumen, er wurde wieder gesichtet. Warte mal, wieder dieser er? Von wem redest du? Nico! Es ist Nico! Nico? Ja, Nico, ich kann es nicht noch mehr betonen. Hast du noch nie die Geschichte von Nico gelesen? Das ist wohl die älteste überhaupt. Natürlich habe ich das, aber wovon redest du bitte? Nico ist ein Charakter aus einem Buch, also die Katze, oder? Das wollen sie dich denken lassen. Sie? Diese unheimlichen Agenten, die stecken dahinter, das weiß ich. Seit Jahren gibt es hier rund um die Insel Nico-Sichtungen. Aber in letzter Zeit haben die Sichtungen zugenommen. Mittlerweile hat jeder seine eigene Nico-Geschichte. Und jetzt tauchen ganz zufällig diese Agenten auf. Man muss kein Genie sein, um zu merken, dass hier etwas vor sich geht. Aber zum Glück bin ich ein Genie, hab die erste Klasse übersprungen. Oh, wie auch immer, die Agenten sind überall in den Gärten. Und ich muss sehen, was sie bewachen. Wenn du versuchen willst, in die Gärten zu kommen, bin ich dabei. Nimm den Bus in die Gärten. Okay. Let's go. Popo läuft mir nach, das ist so süß. Oh. Es ist etwas vom Blumenmuseum drin. Seid gegrüßt, das Blumenmuseum nimmt jetzt Spenden an. Besuche uns noch heute im Dorf. Oh. Oh, wenn wir da spenden, dann öffnen die wieder. Und das heißt, ich muss Blumensträuße machen, am Nachtmarkt verkaufen und dann spenden. Leute, wir haben eine Mission. Zu Hause. Die Gärten. Oh mein Gott, wie groß ist denn die Map? Oha, und wie süß ist die Map bitte. Das ist ja so niedlich. Oh, ich liebe das Spiel. Also ich bin mit null Erwartungen reingegangen. Und ey, also bis jetzt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet. Ich finde es mega süß. Ich bin so gespannt auf alles. Die Gärten, neuen Ort entdeckt. Oh, das sind überall Geheimagenten, wie spannend. Oh, ich habe Leben. Guck mal, ganz oben. Ich habe Leben. Oh, sie haben den Ort umstellt. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ist es nur mir aufgefallen, dass diese Agenten da Katzen in Käfigen gefangen genommen haben? Was zur Hölle? Da sind also alle Katzen hin. Katzen verschwinden? Ja, die Insel war mal voller Katzen. Aber seit neuestem verschwinden sie einfach. Etwa zur gleichen Zeit, als die Agenten auftauchten? Sorry, ist es noch so früh? Meine Aufnahme gerade. Ja, ich sage dir, all der Müll hängt miteinander zusammen. Ich kenne vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der etwas darüber weiß. Mann, ich werde zu Hause ein paar Leute verhören. Du musst diese Katzen befreien, Minix. Ich dachte, wir machen das. Willst du mich hier alleine lassen? Nein, kein bisschen. Der Kopf dieser Operation zu sein, ist auch Arbeit. Wir sehen uns zu Hause. Ich glaube an dich, Minix. Ah, okay. Okay, Bobo oder Bobs. Es heißt Bobo, nicht Bobs. Wie süß ist alleine dieser Bus. Danke, Bobs. Befreie die gefangenen Katzen. Okay, halte dich von den Taschenlampen der Agenten fern. Wenn du dreimal erwischt wirst, musst du von vorne anfangen. Oha. Alles klar. Ich muss einfach warten, bis sie sich umdrehen. Wo sind denn überall Katzen? Okay. Da, die haben Katzen. Ja, guck. Ey, die gucken ja alle dahin. Ah, ich kann Radio anschalten. Boah, ist das cool. Oh. Okay, dreht euch mal weg. Als ob die mich hier nicht sehen würden. Befreien. Befreit. Naja, legt euch nicht mit Mineko an. Der guckt ja Schmuddelheftchen. Okay, der sieht mich nicht, weil der beschäftigt ist. Okay, dann gehen wir mal darüber.
So, 4 Katzen sind noch eingeschlossen. Wie soll ich denn die da weglocken? Kann ich da was machen? Nee. Aber beim Radio. Oh. Oh! Schnell! Schnell, 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 schnell! Nein! Nein, ich bin erwischt worden. Schnell, renn weg! Oha, okay, ich werde schnell erwischt. Anscheinend. So, zum Hardrock-Sender wechseln. Tanz! Sie sollen tanzen. Hat keinen Einfluss. Dann machen wir Hardrock. Hat auch keinen Einfluss. Klassik? Jetzt sind sie eingeschlafen. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie einschlafen. Süß. Okay, 2 Katzen noch, Leute. Okay, man muss einfach beobachten, wie sie sich bewegen. Da kann ich nach hinten. Okay, das war easy. Let's go, Kitty. Okay. Ab nach hinten. So, da ist die letzte. Was kann ich damit machen? Sieht aus, als nutze der Agent diesen Baumstumpf als seinen Schreibtisch. Hm. Wie kann ich den weglocken? Da ist ein verdächtig aussehender Agent in dem Teehaus. Ich sollte erst den Rest der Katzen befreien, bevor ich mich darum kümmere. Okay. Ja, wie kann ich denn die eine Katze noch befreien? Huh. Habe ich irgendwas, mit dem ich den ablenken kann? Irgendwas? Ich trinke das mal, weil ich ziemlich K.O. bin. Erfrischend, aus echten Ramunen. Hä? Der dreht sich ja nicht weg. Kann ich ihm Blumenstrauß hinstellen? Ein äußerst blumiger Katzenstrauß. Es sieht ja aus wie eine Katze. Es ist so niedlich. Das wird nicht gehen. Hm. Wie kann ich ihn ablenken? Das ist mega tricky, ey. Kann ich irgendwie den Radio holen und den zum Einschlafen bringen? Ja, die kreisen darum. Also es hat doch sicher was mit der Flasche zu tun. Kann leider nichts tun. Ha. Menschen. Ah, die, die ich schon kenne. Papa hat mich sehr lieb, das ist schön. Kann ich ihm was klauen? Verschwinde hier, du schnüffelndes Kind. Nein! Nein! Jetzt habe ich verkackt. Mann, ich muss doch irgendwas tun können. Ich kann schleichen? Ja, aber zur Katze komme ich nicht. Ich kann die nicht befreien. Was soll ich denn tun? War da hinten was? Nee.
Okay, ich hab irgend... Oh, kann ich dem so ein Heft bringen? Wartet. Ein Modemagazin gefunden. Modemagazin nämlich. Ja, ich kann dem so ein Heft bringen. So, wartet. Ihr seht so müde aus. Dürft wieder einschlafen. So. Dann kann ich ihm das hinlegen. Genau, ja. Und jetzt geht er dahin und guckt sich das an. Oh Mann, was ist voll schlau sein. Alle Katzen in den Gärten wurden befreit. Es sollte jetzt sicher sein, das Teehaus zu untersuchen. Ist es das? Ich weiß ja nicht, da steht ja jemand. Der Strom im Teehaus ist ausgefallen. Oh mein Gott. Du hast ein Artefakt gefunden. Yay! Ich bin voll gut. Die fragen sich jetzt, was ist denn passiert? Ah, wir verschwenden die Zeit. Ich wollte schon vorschlagen, abzuziehen. Ich war schon dabei, abzuziehen. Bevor du es... Los geht's, Abmarsch! Jetzt sind sie alle weg, oder was? Ja, die Agenten haben den Dorfgarten verlassen. Ach cool, ich muss die wahrscheinlich immer wieder verjagen. Du kannst den Ort nun zum Sammeln von Blumen nutzen. Ja, Katzen sind an diesen Ort zurückgekehrt. Ja, du kannst sie streicheln. Ja. Mann, das war so krass wie Reisbälle. Du bist sie alle losgeworden. Alles funktioniert soweit. Aber hallo, das meiste geht voran. Das meiste? Minex, ich habe die Zahlen überschlagen. Je tiefer wir in diesen Schlamassel geraten, desto mehr sieht es aus, als bräuchten wir mehr Geld. Weißt du, ich weiß, ich verdiene das Geld für uns, richtig? Hey, du bist die mit dem Nachmarktstand. Stelle weiter Sachen her, die du auf dem Nachmarkt samstags verkaufen kannst. Das wäre eine große Hilfe für unser Geschäft. Oh, wusstest du, dass du auch überschüssige Blumen und Müll im Handwerksladen meiner Mutter verkaufen kannst? Jetzt schaffst du ans... jetzt schaff uns das Geld ran, Minex! Und was willst du tun? Hey, das Gesicht der Firma zu sein, ist auch ein Job. Hau rein. Ey, Bobo, du bist keine große Hilfe. Ich kann die streicheln und ich kann Haarbälle sammeln. Oh mein Gott, ist das cute. Ich liebe es. Oh, wo sind meine Katzenmenschen? Wo sind meine Katzenmenschen in den Kommentaren? Ich lieb's. Wer hat von euch eine Katze? Meine Eltern haben ja eine kleine neue Babykatze jetzt adoptiert. Deren Mama ist leider überfahren worden. Und jetzt ist die noch so klein. Die ist erst 7 Wochen alt. Und wenn ihr jetzt in meine Instagram-Story schaut, weil ich fahre heute noch zu meinen Eltern, wo ich das aufnehme, und heute kommt der Part auch direkt online, dann habe ich schon von Ellie was gepostet, weil ich fahre nochmal zu Ellie hin. Die kleine Katze heißt Ellie. Und oh, man schmilzt einfach bei der. Es ist so, oh, es ist so cute. Ich darf nicht mehr laufen. Ich habe nämlich keine Energie mehr. Die Katze folgt mir nicht, oder? Nein, wie süß. Ich fange an zu heulen. Oh, ich steige mich zu viel rein. Wie süß ist das? Kann ich jetzt hier eigentlich wieder den Strom anmachen? Nee. Braucht man auch nicht. Ist ja eh so halb offen. So, ich sammle hier alle Blumen ein. Diese Katze folgt mir noch immer. Es ist so cute. Und das klaue ich mir jetzt hier. Kann ich nicht. Okay, den Haarball nehme ich auch mit. Was kann ich denn aus Haarbällen machen? Folgen mir jetzt 2 Katzen? Nee, es folgt mir immer nur die eine. Ach, die ist doch so süß. So, alle Blümchen sammeln. Ey, die Welt ist ja so schön. Ich bin selbst zu müde, um eine Blume zu pflücken. Oh. Oh. Beim Blumenpflücken verbrauche ich Energie. Oh, dann muss ich ja wirklich Essen kaufen.
okay. Oh, ich kann auch kein Haarball. Oh nee, aber Katzenstreicheln geht. Katzenstreicheln geht, aber ich kann nichts mehr aufheben. No. Okay, schade. Dann muss ich wirklich was zu essen besorgen. Weil hier liegt ja noch so viel rum. Hier ein Goldener. Beim Laufen verbrauche ich keine Energie. Okay, das ist ja gut. Die Katze läuft mir noch immer nach. Das ist ja so süß. Nach Hause zurückkehren. Ja, ich muss schlafen. Ich habe keine Energie mehr. Oder was essen. Kann man meinem Papa nichts zu essen geben? Oh, es ist eh schon spät. Der Bus fährt nur am Tag. Die Zeit schreitet voran, wenn du mit dem Bus nach Hause fährst. Okay. Dann sollten wir mal nach Hause gehen. Rein ins Bettchen. Ich bin ja noch ein Kind, ich sollte nicht so lange draußen rumlaufen. Hallo, Papa. Hey, Kleine, hast du mich schon reich gemacht? Ey, kein Druck auf die Kinder ausüben. Das ist ja auch so, ja, so, so. Und ich habe so eine kleine Katzenschüssel, das süß. Okay, schaffe ich das? Kokedama. Ja, herstellen. Ah, fast. Okay, dafür habe ich noch Energie, aber ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Ja, es ist schon spät. Auch hier drinnen sieht man, dass es spät ist. Okay, heute ist Freitag. Freitag. Das heißt, morgen ist der erste Nachtmarkt. Oh, Papa, Hallöchen. Anklopfen. Guten Morgen, Kegelkopf. Hey, ich habe ihn gefunden. Wen? Oh. Hab's dir gesagt, es schmeckt wie unser Lieblingstee von diesem Laden an unserem alten Haus, nicht wahr? Vielleicht ein wenig. Nein, es ist der exakt selbe. Wir haben unseren Tee gefunden. Ein weiterer Punkt, den wir abhaken können. Ich glaube nicht, dass es der gleiche ist. Du liegst falsch, Kleine. Geht es dir heute Morgen etwas besser? Meinem Kopf geht es viel besser. Ich glaube, mein Kopf ist immer noch durcheinander. Nee, mir geht es eigentlich viel besser. Du siehst schon besser aus. Aber ich meine, wie geht es dir abseits davon? Wie meinst du das? Nicht viel. Ich meine, nichts Bestimmtes. Es ist nur, ich bin als Kind oft umgezogen und ja, es war immer schwer zu... Mir geht es wirklich gut. Okay. Okay, gut. Oh, süß, dass es sich Sorgen macht. Du hast wohl auch schon neue Freunde hier gefunden. Das Kind mit dem Haarschnitt kommt nett rüber. Hieß er Bo Nobo? Was treibt er so? Bobo? Ja, scheint okay zu sein. Ja, Bobo scheint ein guter Freund zu sein. Ich bin mir sicher, du wirst in Windeseile hier viele Freunde finden. Ich war heute Morgen draußen und habe einige Leute getroffen. Sie waren alle sehr nett zu mir. Ja, ich bin eher so der Katzenfreund, ne, Papa? Warum stellst du nicht einige von ihnen vor? Ja, mach ich. Großartig. Ist vermutlich das Beste, nachdem ich ihnen aus Versehen gesagt habe, dass meine Tochter Wurmburger heißt. Papa! Viel Spaß beim Leute kennenlernen. Sie kommen mir alle sehr nett vor. Die Mutter von Bobo kommt wie eine coole Dame rüber. Ja, da habe ich schon einen Blumenstrauß geschenkt. Ich meine, sie hat dir diese Werkbank und das alles gegeben. Das ist echt klasse. Exakt. Kleine? Ja? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Oh, danke, Papa. Oh, Mann, dieser Tee ist miserabel. Ja. Trifft 10 Leute auf der Insel. Oh Gott, ist dieses Game süß. Ich kann nicht mehr. So, ich denke mal, dass es jetzt, ja, lebendiger ist, weil jetzt hier voll viele Leute sind. Oh, ist das süß. Oh, wie die alle einfach voll unterschiedlich sind. Och, süß. Aje, Bella. Du hast mich mit dem neuen Gesicht erschrocken. Nicht, dass es gruselig ist. Ich habe die neuen Gesichtsmerkmale nur nicht erkannt. Egal, worum geht's? Ich mag Hunde echt gerne. Jeder kennt mich als das Kind, das Hunde liebt. Was gefällt dir so? Ich mag auch Hunde. Hey, nicht klauen. Ich habe schon Hunde gesagt. Vielleicht bist du eher das Kind, das gerne klaut. Oh. Oh, warte. Du bist doch von der Brücke gefallen und fast gestorben. Das gefällt dir also? Ich denke nicht. Nein, nein, das war krass. Da hast du echt Mut bewiesen. Ein hundeähnlicher Kampf in deinem Herzen. Komm vorbei, wenn du ein paar coole Geschäfte machen willst. Triff 9 weitere. Okay. Emmy. Oh Gott, ist Emmy süß. Oh, mit den Erdbeeren. Hey, ich mag deinen Style. Du solltest mal bei meiner Show mitmachen. Du hast es drauf. Du hast eine Show? Nein. Aber wenn ich eine habe, solltest du mitmachen.
Ich möchte wirklich eine Essensshow machen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wenn es um Essen geht. Wenn du mir je dabei helfen möchtest, komm gerne vorbei. Wir werden Superstars. Ja! Und du bist? Hanna! Hörst du Boys? Boys? Natürlich, Boys. Die krasseste Band aller Zeiten. Welche ist dein Lieblingskünstler? Meine ist Show. Ich habe ihn gerufen. Nein, es ist Coco. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, sie ist ein Fangirl. Hier sind anscheinend noch ganz viele weitere. Ah ja, hier. Hey, Neue, der Ben. Magst du Spiele? Ich schon, aber es gibt hier keine. Die Leute scheinen in letzter Zeit auf die Boxy-Mais abzufahren. Hast du die schon mal gesehen? Nö. Weiß nicht, was du meinst. Blumen, Blumen, Blumen. Ich bin gespannt, was ich für meine Blumen so bekomme. Also, um wie viel ich die verkaufen kann. Da bin ich sehr gespannt. Und was ich mit den Harpeln anfange. Wahrscheinlich kann ich die verkaufen auch beim Gemischtwarenladen. Die wird mir doch sicher meine Heubälle abkaufen. Oh, der hat eine Oktopus-Cappy. Hallo. Hetty, bist du wegen meines Autogramms hier? Eines Tages werde er ein so berühmter Spieler wie Speedo Aguero. Jetzt zweifelst du vielleicht noch, aber ich habe nie gesagt, dass ich zweifle. Du denkst also, ich könnte ein Profi-Baseballspieler werden? Klar. Wow, das ist krass. Süß. Und sie ist ja auch mega cute. Miyako, hey du Trottel. Oh, bist du das neue Kind hier? Ich war auch mal das neue Kind hier. Verkaufst du auf dem Nachtmarkt? Ich schon, ich bin eine Händlerin dort. Wenn du cool bist, gebe ich dir irgendwann vielleicht mal ein paar Einblicke in mein Hirn. Irgendwie sind die alle voll süß. So, ich guck mal hier rein. So, da kann ich vielleicht meine Haarbälle verkaufen. Tatsächlich. Was kriege ich dafür? Einen schwarzen Haarball, 7. All diese Gegenstände für 16 verkaufen. Grauer Haarball, ja. Das ist echt nicht wenig. Das ist krass viel eigentlich, weil jetzt kann ich mir easy ja Trüffelrahmen leisten. Hier Trüffelrahmen. Ja. Danke für deinen Besuch. Die schwarze Katze ist so süß. So, da ist noch immer geschlossen. Ja. Ich kann noch keinen Werkzeugladen machen hier. Da ist ein Teeladen, Gebäude geschlossen. Ah, das ist dieser Blumenladen, der jetzt Spenden annimmt. Oh, hallo. Willkommen im zukünftigen Zuhause des Blumenmuseums. Ach, Blumenmuseum, Zukunft. Wie du siehst, könnte das Blumenmuseum einige Blumen gebrauchen. Weißt du, wenn du da draußen irgendwelche Blumen findest, wäre es toll, wenn du sie hier spenden würdest. Wenn wir genügend Proben sammeln, erweckt das sicher das Interesse an dieser Insel als wahrhaftiger, spektakulärer Welt der Flora, die erhalten werden muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Das will ich hören. Natürlich erwarte ich nicht, dass du alle der 12 verschiedenen Blumenarten der hier einheimischen Blumen entdeckst. Lass mich mal nachdenken. Ich denke, 8 verschiedene Blumensorten sollten reichen, um diesen Ort zu öffnen. Ich freue mich darauf, deine Ergebnisse zu sehen. Okay, dann möchte ich direkt spenden. Hier. Kamelie. Ja! 7 weitere. Ich habe noch was. Ich habe hier noch eine Kirschblüte. Oh, ist das cool. Ich liebe das. Blumen sind so was Schönes, Leute. Und so vergänglich, so besonders. Ich liebe Blumen. Ach, ich um Pflanzen. Es ist einfach... herrlich. Das Museum benötigt 5 weitere Spenden. Okay, ja, die anderen habe ich noch nicht. Aber die werde ich noch finden. Und hier gibt es einen Fischladen. Und hier gibt es noch was mit Werkzeug. Oh, ich bin gespannt, was hier alles kommt. Das sind ja voll viele Häuser. Hallo, hast du genug getrunken? Hab immer ein paar Getränke für etwas schnelle Energie dabei, falls du sie brauchst. Okay. Die sind alle so süß. Oh, die hatten ja einen Koi. Teich und darauf einfach ein Haus gebaut. Hallo, ich hoffe, dir gefällt unsere kleine Insel. Och Gott, Lilly ist auch voll süß. Die Leute sind so niedlich. Jeder redet vom Abhauen. Ich finde es gar nicht so schlecht hier. Okay, 2 weitere. Das kriege ich doch hin. Da ist schon wieder einer. Und da hinten auch. Oh,
hat ein Entencappy auf. Mo, hey, du da, bist du das Kind, über das jeder redet? Ja, hallo. So. Oh, ist das hier ein Mammutbaum oder so? Der sieht echt groß aus. Now, hey, bist du das neue Kind, das nach Nico sucht? Ja, das bin ich. Ich meine, Nico ist in Ordnung, aber ich denke, dass es bessere Märchen gibt als die Geschichte von Nico. Ich stehe voll auf Krypto. Das steht für Kryptozoologie. Ich katalogisiere alle seltsamen Kreaturen oder Yokai auf dieser Insel. Oh, wie viele hast du bisher gefunden? Keine. Ich sollte meinem Papa erzählen, dass ich viele Dorfbewohner getroffen habe. Ja, das sollte ich machen. Aber hier sind noch viel mehr. Oh, hey. Hallo. Oh, ich sollte die Stadt verlassen, Saki. Nee, mach das nicht. Oh, da ist eine Oma. Ich will mit der Oma sprechen. Bist du das neue Kind? Omi Maroni? Omi Maroni? Süß. Gibt unsere Stadt bloß keinen schlechten Ruf, verstanden? Oh, was rede ich da? Die Stadt hat bereits einen schlechten Ruf. Dieser Ort war mal großartig. Ja, da kann ich aber jetzt nichts dafür. Dafür mache ich es besser. Oh, die hat ja Schmetterlingsflügel. Joe. Hey du, magst du auch Käfer oder findest du sie eklig? Ich mag Käfer. Du musst nicht auf mutig vor mir tun. Du denkst sicher, dass sie eklig sind. Nee, die sind cool. Käfer sind cool. Käfer sind sehr, sehr cool und sehr, sehr nützlich, weil durch die Käfer kriege ich noch viel mehr Blumen. So, ich glaube, ich habe genug Leute kennengelernt. Da waren ja mehr als genug. Oh, das sind aber noch welche. Hier. Bella? Ach so, ja, das ist die mit dem Hunden. So, Papa. Ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Hey, Zapfenkopf. Wie viele Bezeichnungen hat er noch für meinen Kopf? Schon Leute in der Stadt kennengelernt? Ja, es ist nett. Siehst du, hab dir ja gesagt, dass sie nicht so übel sind. Du musst sehr müde vom ganzen Leute-Treffen sein. Hier etwas Energie für deinen Weg. Oh, danke schön. Und Sushi! Hey, du solltest in der Zwischenzeit Dinge suchen, die man auf dem Nachtmarkt verkaufen kann, der übrigens am Samstag ist, also morgen. Morgen, Leute. Morgen. Das heißt, wir gehen jetzt in den Garten und holen uns ganz viele Blumen. Wir haben jetzt Energie und können auch essen. Also Sushi to go, wir haben Trüffelrahmen to go und dieses eine Getränk. Das müsste reichen. So, ab in den Garten. Ey, es gibt da noch so viele Orte, Leute. Die Gärten, wir sind da. Okay, die ist doch neu. Nee, Pflaumenblätter hatte ich schon. Okay, ich sammle jetzt erstmal mehr Blüten. Jetzt läuft die mir nie wieder nach. Das ist so süß. Ich sammle jetzt erstmal Blüten und keine Haarbälle. Weil das gerade wichtiger ist. Tja, aber ich kippe ja nicht um, wenn ich Energie verbrauche, was gut ist. Okay, ich bin zu K.O. Dann essen wir mal Ramen. Yay! Ein wirklich edler Becher billiger Nudeln. Das ist ja lieb ausgedrückt. Es ist so cool, wie schnell ich rennen kann. So. Machen die Katzen eigentlich was, wenn ich Musik ändere? Nee. Sorry, Leute. Tanzmusik. Wir machen jetzt Tanzmusik rein. Ich mag Tanzmusik. So, Blumen, Blumen, Blumen. Oh, da ist dieser andere Haarball, ein orangener. Den hole ich mir schon. Den hatte ich noch nie. So, da ist noch die rote. So süß, wie die Katze nachläuft. Was ist das? Kann ich das auch? Nee. Pusteblume. Denk mal, an anderen Orten gibt es dann auch andere Blumen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich sammle mal alle ein, die ich hier so finde. So, ich glaube, das waren alle. Dann gehe ich jetzt nochmal nach Hause. Da vergeht zwar jetzt die Zeit, aber da waren auch noch Blumen, oder? Oder habe ich die alle eingesammelt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich die alle habe. Dann hole ich mir die noch. Oh, da hinten war ich ja noch nicht. Doch, war ich. Okay, dann fahren wir nach Hause. Bye, bye, Katze. Ciao. Und guck, ob ich da noch Blumen finde. Und dann stelle ich ein paar Sträuße her, weil morgen ist Nachtmarkt. Oh, es ist echt spät. Kenne ich den schon? Ben, ja, den kenne ich schon. Okay, dann suche ich hier noch Blumen. Oh, ich hoffe, es sind hier noch welche. Ja, da. Kirschblüte. Gebt mir alle eure Blumen. Da. Es ist so süß, dass ich so mein Business aufmachen kann mit Blumen. Ich finde das einfach so cute. So nicht jetzt mit, ich weiß nicht, so klassisch mit Äpfeln oder so, sondern nee, ich mache es einfach mit Blumen. Und ich mache schöne Sträuße. Ich finde das sehr cute. Oh, das ist jetzt kaputt. Da bin ich eingebrochen. Okay, ich habe alle Blumen, glaube ich. Alle, die es so gibt. Alle, die man so finden konnte. Da kann ich ja nicht hin. Am Samstag. Okay. Ja. Dann gehe ich rein. So, dann stellen wir mal ein paar Sträuße her. Hier, Kokedama. Da stellen wir jetzt mal eine her. Die ist sicher voll viel wert. Das war gut. So, wie viel habe ich denn? Wie viel kann ich herstellen? Ei. Ist gar nicht so leicht. Das geht echt schnell. Okay, nochmal. Katzenstrauß. Yes! Okay, hab nicht mehr genug. Ach so. Gut. Ja, meine lieben Leute. Dann gehen wir schlafen und morgen ist Nachtmarkt. Aber wie gesagt, meine Parts dauern ja immer eine Stunde und ja, das bedeutet, die Zeit ist um. Wir werden uns in 2 Tagen, da kommt der nächste Part von Minekos Night Market Online, da werden wir uns dann den Nachtmarkt anschauen und Leute, ich kann es selber fast nicht aber abwarten, den anzugucken. Also ich bin so gespannt, also seid dabei, seid sicher, dass ihr ein Abo dagelassen habt, aktiviert auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich kann euch auch gerne meine anderen Let's Plays hier auf dem Kanal empfehlen. Fae Farm zum Beispiel läuft schon, da sind schon 20 Parts online, und also fast 20, und ich habe auch noch ein Under the Waves Let's Play, das ist auch ein richtig spannendes Game, und Espresso Tycoon, und das sind gerade meine 4 Let's Plays, die auf dem Kanal laufen, und jedes Mal Anfang des Monats gibt es ein Cozy Game News Video. Da stelle ich euch alle Cozy Games vor, die im Monat selber dann rauskommen. Also ja, abonniert diesen Kanal, wenn euch das gefällt und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Mich würde es auf jeden Fall sehr, sehr freuen, da ich ja sehr dran bin, diesen Kanal noch größer wachsen zu lassen und ganz viele Cozy Friends zu finden. Also vielen, vielen Dank für euren Support und danke, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Ich finde das Spiel mega, mega süß. Ich bin so gespannt, eure Kommentare zu lesen zum Game und wie ihr das findet. Es war ein bisschen was anderes hier. Es ist kein typisches Farming Game, aber so ein paar Elemente hat es schon davon mit dem Craften und so. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao!